Hallo Rinderfreunde. Ich bin mit meinem kleinen Projekt ein bisschen weitergekommen und habe schon mal eine erste Animation zusammengebaut, um ein bisschen das T-Pex-Feuer zu simulieren. Nun habe ich allerdings das Problem, dass so meine Rahmenbedingungen nicht mehr ganz stimmen, aber das werde ich wohl auch noch hinbekommen. So eine Animation, wie macht man das? Ich habe mir in GIMP ein Add-on installiert, und zwar nennt sich das Byte Sheet Create from Layers und kann jetzt meine einzelnen Bilder laden, zum Beispiel dieses hier, kann Layer hinzufügen und das Ganze bearbeiten und dann, wenn ich soweit bin, eben sagen, er soll mir davon eine Sprite Sheet erstellen. Das ist sowas hier, so ein Filmstreifen, und der wird dann immer stückchenweise abgetastet und erzeugt so quasi die Animation mit immer einem frischen Bild. Ist eine komplizierte Berechnung, aber wenn man es einmal drin hat, dann funktioniert es.